Mein Name ist Anja Sauer. Ich wohne hier in Germering seit 13 Jahren, bin verheiratet, habe einen 10-jährigen Sohn, bin 37 Jahre alt und der Vereinsvorstand von Aktion Brücke. Ja, und ich bin der zweite Vorstand. Mein Name ist Froni Eichinger. Ich habe 4 Kinder, komme auch hier aus Germering und habe mit der Anja das alles zusammen gegründet. Wir stecken unser ganzes Herzblut in den Verein und auch alle Zeitreserven, die wir mobilisieren können. Seit Juni sind wir ein Verein. Das war ein längerer Weg bis dorthin, bis man zum gemeinnützigen Verein wird. Unsere Arbeit auf der Straße ist eigentlich seit einem Jahr jetzt genau. Ja, ziemlich genau. Genau, so vor einem Jahr haben wir uns kennengelernt durch ein anderes Projekt, für das ich damals gefahren bin und durfte bei der Anja Spenden abholen. Mhm. Wir haben uns so kennengelernt, festgestellt, dass wir beide gerne eigentlich auf der Straße direkt arbeiten möchten mit den Menschen und sind dann ab da als Team gefahren von dem Zeitpunkt. Und haben dann irgendwann gemerkt, wir möchten gerne unser eigenes Projekt machen. Für uns war einfach die Arbeit auf der Straße so wahnsinnig wichtig und auch der Kontakt zu den Menschen und natürlich auch die Leute, die schon Vertrauen zu uns aufgebaut hatten und diese emotionalen Bindungen, die auch auf der Straße entstehen. Und als wir aus dem anderen Projekt ausgeschieden sind, wollten wir einfach diese Arbeit nicht aufgeben. Es war für uns wahnsinnig wichtig, diese Leute weiter zu betreuen. Genau, daraus haben wir dann ein Projekt entwickelt, eigentlich beim netten Zusammensitzen am Abend. Es war erst so eine spaßige Idee, wir stellen was Eigenes auf die Beine und das ist aber dann so ein Selbstläufer geworden. Es sind immer mehr, haben sich dazu gesellt, unglaublich viele Menschen, die Interesse dran hatten. Wir haben tolles Feedback auf der Straße immer bekommen von den Menschen, bis heute eigentlich noch, dass wirklich für viele der Sonntag so das Highlight der Woche ist, die Gespräche. Ja. Es geht gar nicht nur um das, was wir verteilen, sondern um die Gespräche auf der Straße, die Termine, die wir unter der Woche ausmachen, Ämtergänge, Arztbesuche, alles Mögliche. Und viele warten dann schon auf uns und sind sehr dankbar. Und wir sind natürlich abhängig von unserem Team, das außenrum arbeitet. Genau, mittlerweile über 50 ehrenamtliche, freiwillige Helfer, die uns zur Seite stehen, tagtäglich, also nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche, sind wir eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt, verschiedene Bereiche abzudecken, sei es das Lager in Ordnung zu bringen und Spenden zu sortieren oder Samstagabend unsere Spendenannahme zu managen, unsere Tourenautos zu beladen und dann eben am Wochenende auf die Straße zu gehen. Lebensmittel abholen von diversen Supermärkten, Spenden abholen von Spendern, die vielleicht nicht mehr mobil sind, die wir dann anfahren. Man kann auch Sozialstunden bei uns ableisten. Ja. Das sind wir ganz eng verbunden mit der MZS. Das ist die Münchner Zentralstelle für Strafgefangene, die uns dann Leute quasi vermittelt, zuordnet. Genau, und das ist unsere Arbeit, die wir viel auch unter der Woche, was man einfach nicht sieht. Also Samstagabend und Sonntag sind einfach dann unsere Touren. Da sieht man uns auf der Straße, da sind wir unterwegs. Unsere Stellen sind, wir betreuen die Obdachlosen im Landkreis. Viele wissen aber, wo wir sind. Die kommen samstags hierher, die werden hier versorgt von uns. Hier wird alles ausgemacht mit ihnen. Und Sonntag und Samstagabend fahren wir die Touren in die Münchner Innenstadt. Anfangs haben wir es so gemacht, dass wir die Stellen, wo wir wussten, das sind Schlafplätze, das sind Unterbringungen, haben wir einzeln angefahren. Wir haben gemerkt, es ist nicht so effektiv, da einfach viele von unseren Schützlingen unterwegs sind beim Flaschensammeln. Genau, viele haben wir nicht angetroffen. Genau. Wir mussten dann zweimal hinfahren oder gar dreimal, um die Leute dann vollumfänglich zu versorgen. Und dann haben wir uns dazu entschieden, feste Sammelpunkte einzurichten, wo unsere Leute genau wissen, sonntags sind wir von 10 bis 11 an einem bestimmten Ort und fahren dann zur nächsten Station. Und es spricht sich auch rum unter den Leuten auf der Straße, sie kommen zu uns, der Zulauf wird immer größer. Riesiger. Ja, genau, gerade zum Monatsende hin ist es deutlich spürbar, dass einfach für das dringend Benötigte kein Geld mehr da ist. Und dann sind es auch oft mal zwischen 500, 600 Leute. Wir hatten auch ein Wochenende, da waren es knappe 900 Menschen, die wir versorgt haben.
Und das sind Zahlen, die lassen einen wirklich erschrecken. Wir merken, es werden immer mehr Rentner, wo die Entscheidung manchmal auch zwischen, ich kann mir in München eine Wohnung leisten oder habe für einen Monat lang das Geld für Essen fällt. Wir hatten einen sehr persönlichen Fall, der hat tatsächlich gerade so viel Geld gehabt, dass er sich entscheiden musste, kann ich mir manchmal eine Schnitzelsemmel kaufen oder kann ich mir die Wohnung leisten. Er hat sich dann fürs Leben auf der Straße entschieden, um sich ab und zu mal was Schönes zu essen zu kaufen. Den hatten wir auch lange betreut, der ist uns sehr ins Herz gewachsen, der ist jetzt sehr einsam verstorben vor ein paar Wochen. Weil es tatsächlich wenig Freunde gibt auf der Straße. Das ist richtig, ja. Da kein Zusammenhalt und wir haben einfach erfahren, dass er aufgefunden wurde und dann ja, namenlos bestattet wurde. Das sind leider viele Schicksale, viele Rentner, sehr viele junge Leute, die mit ihren Familien nichts mehr zu tun haben, sehr viele substituierte Menschen, die über Generationen eine Drogengeschichte haben, sei es mit Alkohol oder herkömmlichen Drogen, dass es über viele Generationen geht, die gar kein anderes Leben kennen. Und gerade der Gang zu Behörden, zu Ämtern ist oft ein sehr schwieriger, weil wir feststellen, dass die Leute dort nicht ernst genommen werden. Dass tatsächlich ist bei vielen die Schulbildung leider sehr früh abgebrochen. Das heißt, Analphabetismus ist ein großes Thema. Ja. Und wenn die dann zu Behörden kommen und einen Stapel von 10, 20 Blätter hingelegt bekommen, die sie auszufüllen haben, um ein Dach zumindest über den Kopf zu bekommen, überfordert es viele und sie geben auf und dann nehmen wir sie an der Hand, machen das mit ihnen und gehen die Wege zusammen. Also wir haben viele Leute, wo diese Behördengänge einfach unüberwindbar sind und auch gerade viele junge Leute, die natürlich auch, wir haben auch Drogenabhängige mit dabei, viele kommen aus zerrütteten Familien, haben langjährige Kindesmisshandlungen hinter sich, ich denke, sowas darf man nicht verschweigen und da sind so viele Geschichten und so viele Schicksale und Einzelschicksale, die man einfach nicht über einen Kamm scheren kann und da explizit drauf eingehen muss und individuell. Und das macht es natürlich bei den Behörden oder bei den Ämtern dann oft schwierig. Vor allem, wenn man niemanden hat, der einem zur Seite steht. Auch Arztbesuche oder häufig notwendige Klinikbesuche, dass Wunden dann uns gezeigt werden und wir dann wirklich sagen müssen, so kann man das nicht lassen. Ja. Sie trauen sich nicht alleine in die Klinik zu gehen. Wir gehen dann gemeinsam mit ihnen. Oft ist ein Thema natürlich die Krankenversicherung. Aber das sind alles Dinge, die man überwinden kann, die, wenn man an den richtigen Stellen anklopft, machbar sind. Mhm. Und genau, das ist unsere Arbeit, die neben den Samstag und Sonntagen noch eine große Rolle spielt. Es ist nicht nur die reine Versorgung mit Kleidung und Lebensmitteln und Hygieneartikeln, sondern ganz, ganz viel einfach dieser menschliche Beistand, das offene Ohr, das Zuhören und auch mal in den Arm nehmen. Es kommt ab und zu mal vor, dass jemand zusammenbricht und bitterlich weint und seine Lebensgeschichte erzählt, weil er endlich mal irgendwie einen Zuhörer gefunden hat oder einen Kanal, um irgendwie damit umgehen zu können. Und die Seelsorge ist ganz, ganz wichtig bei dieser ganzen obdachlosen Thematik oder auch bei der Drogenproblematik. So viele unterschiedliche Schicksale und so viele schreckliche Geschichten. Genau, wir haben natürlich Leute, die uns besonders am Herzen liegen, die ein besonderes Verhältnis zu uns aufgebaut haben. Die haben alle unsere Handynummern. Wir sind da auch der harte Kern, Schorsch, Anja und ich. Wir sind da immer erreichbar, eigentlich rund um die Uhr. Wir sind auch schon nachts um 3 losgefahren, auf die Straße gefahren, weil uns einer angerufen hat, der da dumme Geschichte passiert ist, er ist dann ohne Socken, ohne Schuhe im Winter draußen gesessen. Ja. Den haben wir dann angezogen und das verbindet natürlich alles sehr und ja, viele, viele Leute, die uns da sehr vertrauen und wir ihnen auch gern das Vertrauen geben. Jeden Samstag von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr findet bei uns die Spendenannahme am Vorplatz unseres Lagers statt. Wir
versammeln uns da mit ganz vielen ehrenamtlichen Helfern und die Leute kommen zu uns. Das befindet sich in der Gabriele-Münter-Straße 3 im Innenhof in Germering in der Nähe von der Stadthalle. Und wir freuen uns über jeden, der zu uns kommt, ganz egal, ob es Lebensmittelspenden sind, Hygieneartikel, Zeitspenden, indem man sich mit uns engagiert und mithilft in ganz vielen Bereichen, oder natürlich auch Sachspenden, Schlafsäcke, Isomatten, die ganz dringend benötigt werden, warme Kleidung, gerade jetzt im Winter ist es ganz wichtig. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich auch ein gemeinnütziger Verein, finanziert sich über Spendengelder. Wir brauchen dringend Fördermitglieder, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Wir haben neulich mal ein Beispiel aufgestellt, wenn wir 600 Leute am Tag mit warmem Essen versorgen. Es müssen Schüsselchen her, es müssen Löffelchen her. Wir haben ganz viele Produkte, die einfach Verbrauchsmaterialien sind oder Wegwerfartikel sind, die natürlich irgendwie auch finanziert werden müssen. Und sowas würde sich dann aus Fördermitteln oder Spendengeldern ergeben. Auch solche Dinge wie, man fragt sich vielleicht, braucht jetzt ein Mensch, der auf der Straße lebt, unbedingt ein Handy? Mhm. Ja, er braucht es, weil mittlerweile ist fast alles online. Er braucht den Kontakt zu uns. Wir müssen ausmachen, wann wir uns treffen, wo wir uns treffen können. Er muss für Behörden jederzeit erreichbar sein. Und tatsächlich auch ohne festen Wohnsitz braucht man zumindest ein einfaches Telefon, mobiles Gerät. Mhm. Da nehmen wir gerne auch Gebrauchte an. Die sind allerdings oft sehr schwer zu konfigurieren, mhm, dann, oder runterzusetzen, wieder zurückzusetzen. Das heißt, dass die dann tatsächlich oft nicht funktionieren, die neue Technik. Aber auch dafür nehmen wir unsere Fördergelder her. Wir haben jetzt für Weihnachten eine Aktion geplant. Eigentlich hatten wir ein Weihnachtsfest geplant. Das stand alles schon mit schönem Essen, Musik. Alles war Räumlichkeiten, alles war angemietet. Wir hätten die Leute mit dem Bus hergebracht und wieder abends zurückgefahren. Leider hat uns jetzt Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil die PCR-Tests sind natürlich nicht finanzierbar für unsere Leute und für uns auch nicht. Wir können nicht jedem einen PCR-Test leider zahlen. Deswegen mussten wir die jetzt, vorgestern haben wir sie abgesagt, haben jetzt eine... als kleinen Ausgleich möchten wir jetzt einen kleinen Wunschbaum ins Leben rufen. Das heißt, wir fragen die Leute, was ein dringender Wunsch von ihnen ist, im bestimmten Geldrahmen. Würden das gerne posten, ob sich dafür Paten finden, mhm, die das Geschenk übernehmen. Und wir möchten ihnen dann gerne entweder im Rahmen unserer Nikolausfeier, die wir vorhaben, mhm, am 5. Dezember, oder zum späteren Zeitpunkt dann eine kleine Weihnachtsfreude machen, mit der sie was anfangen können. Ja. Das ist jetzt auch eins unserer aktuellen Projekte gerade, die wir auch finanzieren müssen. Genau, einfach als kleinen Ausgleich oder als Trostpflaster dafür, dass wir die Weihnachtsfeier nicht stattfinden lassen können. Wir haben auch eine Nikolaus-Säckchen-Aktion gestartet und ins Leben gerufen, wo wir 500 Tütchen verteilen werden auf der Straße mit Nikoläusen, mit Nüsschen und alles, was so in so ein Nikolaus-Sackerl mit reingehört, damit wir einfach den Leuten so ein bisschen das Leuchten in den Augen zurückbringen können und ein bisschen den Zauber von Weihnachten näher bringen können. Das viele schon lange nicht mehr erlebt haben, ja. Tatsächlich, viele haben sich unendlich gefreut auf, mhm, diese Weihnachtsfeier, weil sie sich an ihre letzten Weihnachten gar nicht erinnern, ja, konnten, wie sie die verbracht haben. Das war sehr traurig jetzt, dass wir das nicht durchführen konnten. Viele sind geimpft tatsächlich, aber da scheitert es dann auch oft schon wieder an den Nachweisen. Es wird sehr, sehr viel geklaut auf der Straße, also die müssen immer ganz fürchterlich auf ihr Hab und Gut aufpassen. Dann ist mal schnell ein Ausweis weg oder Krankenkassenkarte oder der Impfnachweis. Und da stehen wir dann schon wieder vor diesem behördlichen Problem, dass es schwierig ist für die Leute, dieses Impfzertifikat dann wieder sich zurückzuholen. Sie können zur Bahnhofsmission gehen, aber da steht man dann auch unter Umständen mal eine Stunde in der Schlange. Viele schaffen das einfach nicht, weil sie keinen geregelten Tagesablauf mehr gewohnt sind. Und daran scheitert es dann grundsätzlich. Und geimpft sind eigentlich nur die in regelmäßiger ärztlicher Behandlung sind, ja, die eben in einem Methadonprogramm zum Beispiel sind, die werden, mhm, alle durchgeimpft. Aber viele Menschen, die wirklich auf der Straße sind, sind nicht
geimpft. Und wie empfinden eure Anvertrauten, die euch anvertrauten, denn diese Situation jetzt seit Corona? Was erzählen die? Ganz viele bekommen es gar nicht so mit, weil natürlich die Möglichkeit fehlt, fernzusehen oder sich irgendwie online Informationen zu holen. Mhm. Das ist natürlich ein großes Thema. Und es fehlt da auch die Aufklärung, ganz deutlich. Also viele wissen gar nicht, welche Regel gilt denn jetzt gerade, welche Maske muss ich gerade aufsetzen, was darf das ich denn? Jetzt ja. Weiß man ja auch nur, wenn man jeden Tag Zeitung liest. Ja, ja, ja. Die haben da gar keine Ahnung. Genau. Die wurden auch teilweise durchgeimpft. Viele wollten es nicht, gell? Haben aber gesagt, boah, dann können wir uns ja gar nichts mehr zu trinken einfach so holen. Oder also viele sind da sehr unaufgeklärt und werden da reingeschubst einfach. Und vieles fällt auch weg, ne? Das ausgesperrt sein aus Theatern, Kinos und sonstigen. Das hat uns auch sehr, sehr traurig gemacht. Ja. Also natürlich müssen wir uns an viele Vorgaben halten, aber das war jetzt sehr... Ja, sehr bitter. Erschwert unsere Arbeit natürlich, aber wir unterscheiden nicht, ob jemand geimpft ist, genesen ist oder sich nicht impfen lassen möchte, machen wir keinen Unterschied. Das ist für uns ganz wichtig. Für uns steht der Mensch im Vordergrund und nicht der Impfstatus oder sonst irgendwas. Ja, überhaupt Berührungsängste, denke ich. Also das legt man ziemlich schnell. Das ist auch die Problematik jetzt durch Corona, haben viele Hotels ihre Zimmer zur Verfügung gestellt, um da quasi die Corona-Zeit zu überbrücken, auch in München, haben dann sehr großzügig und sehr werbewirksam die Obdachlosen dort einquartiert. Und jetzt wollen sie aber ganz schnell diese Hotels wieder renoviert haben, alle. Die werden wirklich manchmal zu unmenschlichen Bedingungen da rausgeschmissen. Also ich habe zwei, die ich enger betreue, habe ich noch abgeholt und in die neue Unterkunft gebracht. Durch den dann teilweise die Menschen im Rollstuhl standen, da im Regen mit ihren Taschen und Gepäck und wussten gar nicht, haben einen Tag vorher erfahren, wo sie hinkommen, konnten nicht mit ihrem ganzen Gepäck mit der U-Bahn dorthin kommen. Eine von den Frauen habe ich dann getroffen, die hatte seitdem am Hauptbahnhof geschlafen, weil sie es gar nicht geschafft hätte in die neue Unterkunft. Unsere täglichen oder Sonntagsstationen auf der Straße. Wir fahren in der Regel mit zwei Teams oder zwei Tourenteams, die besetzt sind mit jeweils 4 ehrenamtlichen Helfern und 2 Autos, mit unseren Privatautos, und fahren an verschiedene Stationen. In der Regel sind es 3 Stationen am Sonntag pro Team. Genau, und treffen da ganz unterschiedlich pro Station zwischen 100 und 300 Menschen an, die dort eben an diesen Sammelpunkten zu uns kommen in der Stadt in München. Also quer durch München haben wir diese Stationen und kommen dann eben zu uns und holen sich dann ihre warme Suppe oder ein Stück Kuchen, einen heißen Kaffee und ein Care-Paket an Lebensmitteln, das sie so ein bisschen über die Woche bringt. Anziehsachen jeglicher Art, von warmen Anoraks, Schlafsäcke, Isomatten, das ist unsere Grundausstattung. Wir schreiben aber immer Listen mit, wer was konkret braucht. Wir wissen die Namen unserer Leute, schreiben auf, er braucht Schuhe in Größe 43, braucht eine Hose in Large oder wie auch immer. Also es wird, die Leute sagen uns, was sie speziell brauchen. Der eine braucht mal einen Einwegrasierer. Dann gibt es eben Wunschkisten, wo diese ganzen Sachen gepackt sind, zusätzlich zu den zu der Grundausstattung, die wir immer haben. Es fährt auch noch Samstagnacht ein Team, das fährt zum Beispiel an der Bavaria die Unterführung an. Da alleine in dieser Unterführung sind 15 bis 20 Menschen, die versorgt werden. Am Hofgarten sind die unterwegs. Unser Team speziell fährt jetzt, wir fangen in der Münchner Freiheit an, weiter zum Hauptbahnhof und dann Sendlinger Torplatz. Das zweite Team macht Harras, Gollierplatz und Alten Botanischen Garten. Genau. Dann haben wir noch einen Stand an der Münchner Freiheit, direkt am Busbahnhof auf dem Vorplatz. Dürfen wir jeden Sonntag stehen und es ist ein bisschen wie Flohmarkt, nur dass es nichts kostet. Da dürfen sich die Leute dann bei uns anstellen und sich auch dort nochmal mit warmer Kleidung und benötigten Utensilien eindecken, alles was sie brauchen. Ein ordentliches Paar Schuhe zum Beispiel, wetterfeste Kleidung.
Und da ist der Zulauf auch immer sehr groß. Also sind pro Sonntag so um die 250 Leute im Schnitt, die sich dann bei uns anstellen. Tatsächlich sieht es im Landkreis ein bisschen anders aus. Die obdachlosen Menschen, leider werden es immer mehr Familien, die in die Obdachlosigkeit geraten. Die sind aber speziell in Germering und Fürstenfeldbruck ist der Stand so, dass für alle ein Dach über dem Kopf da ist. Die sind alle untergebracht, bis auf ein paar Ausnahmen, die wir sehr gerne betreuen, wo wir wissen, wo sie schlafen, die aber auch Samstag dann zum Lager kommen. Aber wir sie auch vor Ort besuchen und ihnen mal eine Matratze vorbeibringen oder was sie gerade brauchen. Es gibt auch Richtung Fürstenfeldbruck ein, zwei Kandidaten, ja, die im Wald leben, aber die sich das so ausgesucht haben, das Leben. Die möchten, das hat eher politische Gründe, dass sie sagen, sie möchten fernab der Gesellschaft leben. Aber das muss man ja alles, oder das wird natürlich so akzeptiert. Wir fragen, wie wir ihnen helfen können. Und deswegen sieht es im Landkreis ein bisschen besser aus als in der Stadt. Man muss auch sagen, die Unterkünfte im Landkreis sind besser oder menschenwürdiger als die Unterkünfte in der Stadt. Da haben wir einige schon gesehen, besucht, wenn wir dort Leute untergebracht haben. Gerade im Winter, wenn haben wir schon teilweise bis 9 Uhr abends gesucht, jemanden noch unterzubringen, weil er kurz vorm Erfrieren war. Schier unmöglich, ja, auf die Schnelle jemanden unterzubringen, wenn eine Notsituation ist. Die Unterkünfte sind ganz oft ich würde es als menschenunwürdig bezeichnen. Und der Mensch ist dort einfach auch nichts wert. Nichts. Also sie werden dort gehalten und behandelt wie Vieh, das muss man leider einfach so sagen. Und viele entscheiden sich dann tatsächlich lieber auf der Straße zu frieren, als in so eine Notunterkunft zu gehen. Viel Gewalt und einfach kein schönes Einschlafen dort in diesen Unterkünften. Teilweise wurde uns auch der Zutritt verwehrt, weil es nicht gern gesehen wurde, dass da was nach außen dringt. Aber wir wissen von vielen Leuten, die dort waren, wie die Zustände dort sind, wie die Menschen dort behandelt werden. Und tatsächlich ist es so, wenn jemand einen Schlafplatz zugewiesen ist, es hat jeder ein Recht auf ein Dach über dem Kopf, das ist richtig. Dann gibt es aber auch nicht die Möglichkeit, da zu wechseln. Das sind die Behörden sehr unerbittlich und wie gesagt, viele entscheiden sich dafür, auf der Straße zu schlafen oder in Bankeingängen, wo auch immer. U-Bahn-Schächten, aber nicht in diesen Unterkünften. Die Bayern-Kaserne. Und das, die wird Gott sei Dank jetzt abgerissen, glaube ich, viel Gewalt, Prostitution, Vergewaltigung. Es kommt eigentlich niemand mit irgendwas wieder raus. Da, es ist alles geklaut dort. Teilweise waren Methoden zu Corona-Zeiten, dass sie sich komplett ausziehen mussten, desinfiziert wurden und die Sozialarbeiter dort haben dann entschieden, du kriegst deine Anziehsachen wieder und du nicht. Und die standen dann mit Sandalen und T-Shirt bei uns und haben gesagt, sie haben leider ihre Sachen nicht mehr bekommen, ob wir zumindest einen Pulli für sie haben. Also ja, es sind oft Zustände, wie wir es vor ein paar Jahrzehnten schon mal hatten. Sehr erstaunlich, ja. Also München ist teuer. Auch Germering ist teuer, weil wir natürlich ja am Stadtrand sind, aber es ist schon nochmal ein großer Unterschied. Und natürlich sind die Zahlen in München viel größer, weil sich das viel mehr um diese Brennpunkte dreht, wie Hauptbahnhof, weil dort einfach versucht wird, Geschäfte zu machen, irgendwie an Geld zu kommen. Gerade Flaschensammler sind natürlich nicht im Vorort unterwegs, sondern die sind natürlich im München-Zentrum unterwegs. Das ist für viele eine Haupteinnahmequelle, das Flaschensammeln. Alkohol, Drogen, was, ohne das verurteilen zu wollen, ein Leben auf der Straße sind lange Tage. Aber ist natürlich alles in der Stadt viel leichter zu kriegen. Deswegen konzentriert sich da viel mehr als bei uns heraus. Gesellschaft in München, weil ja alle immer sehr, wenn man sowas erzählt, dann stößt man auf sehr viel positive Resonanz. Alle finden das ganz toll. Und die Realität sieht dann manchmal doch ein bisschen anders aus. Es gibt einfach Stellen in München, wo einfach schicke Münchner flanieren am Wochenende.
und das sehr beliebte Schlafstätten von unseren lieben Menschen sind. Und zu Sommerzeiten, also wenn der Frühling beginnt, dann werden diese Plätze einfach geräumt, weil das nicht gerne gesehen wird, wenn da die betuchten Herrschaften ein- und ausgehen und die möchten so einen Anblick nicht haben. Und das sind leider auch Zeiten, die wir auch in der Stadt haben, trotz aller... Vor allem alternativ losgeräumt. Mhm. Also es wird auch nicht das Gespräch gesucht zu diesen Menschen, es wird ein Zettel aufgehangen und da steht dann drauf, ihr habt 3 Tage Zeit und bis dahin müsst ihr geräumt sein oder ihr werdet geräumt. Mhm. Und das ist sehr schwierig. Also es gibt ja auch ganz viele Hochzeiten, gerade im Sommer in München in der Stadt. Und es gibt beliebte Fotomotive, das haben wir selbst schon erlebt, am Hofgarten, wo dann das Brautpaar steht und der Fotograf und schön rausgeputzt ist. Und da stört der Obdachlose im Hintergrund natürlich. Und die werden dann einfach wie Vieh abtransportiert. Und wir suchen sie dann wieder, wo sie sein könnten. Oder sie finden uns dann wieder und erzählen uns, wo sie neue Stellen haben. Aber ja, also es ist viel, viel nach außen sehr schön. Und wir haben auch zum Beispiel jetzt mal eben in einem von diesen furchtbaren Unterkünften hat sich einer so sehr einen Fernseher gewünscht, weil es ist einfach ein langer, langer Tag, dort den ganzen Tag zu sitzen und auch diesem Nichtstun ausgeliefert zu sein. Ne? Die sind ja zum Nichtstun verbannt. Und da haben wir immer einen Aufruf gestartet für den Fernseher. Mhm. Hatten aber kein negatives Feedback. Nee, also es war gar nicht, wir hatten viele Unterstützer, Gott sei Dank. Wir hatten schon ein bisschen Angst, dass dann auf einmal Stimmen laut werden, die vielleicht sagen, braucht denn niemand einen Fernseher, das ist ja keine Grundausstattung. War aber Gott sei Dank nicht. Und da konnten wir dann eine große Freude machen. Das Problem ist von unserer Gesellschaft, die Augenhöhe zu bewahren zu diesen Menschen. Also nicht... auch nicht kein Mitleid dann, sondern wirklich auf Augenhöhe mit dem Menschen zu bleiben, weil der Mensch bleibt ja der gleiche. Es ist ja egal, was für eine wirtschaftlichen Situation er jetzt geraten ist. Und das versuchen wir immer zumindest, gell? Das ist ganz richtig. Genau. Kein Mitleid, kein Betütteln, sondern schon auch mal mit Klartext sprechen. Also kann man ja auch ganz und sie ernst zu nehmen. Und das, glaube ich, ist das, was vielen fehlt, dieses ernst genommen zu werden. Also ein sehr großer Wunsch von mir wäre, mehr den Menschen entgegenzukommen. Also nicht in den Behörden drin sitzen und abzuwarten, bis die Menschen es schaffen, zu ihnen zu kommen, sondern wirklich das auch als Berufszweig mehr Streetworker einzusetzen, die Menschen an der Hand nehmen und genau diese Arbeiten verrichten, wieder sie da abholen, wo sie gerade stehen und nicht warten, bis sie ganz tief fallen und ihnen eigentlich niemand mehr helfen kann. Das wäre ein sehr großer Wunsch von mir, hinzuschauen, wo die Leute gerade wirklich sind und nicht, wo man sie im Notfall hinbeordern kann. Ein anderer Wunsch ist, also was mich sehr berührt, das ist jetzt auch so speziell meine Sache, ist eben diese Altersarmut, wenn wir Rentner da haben, die ein Leben lang gearbeitet haben und die so furchtbar dankbar sind, gar nicht bescheiden, die schimpfen auf nichts, aber sie freuen sich einfach, wenn sie von uns 3-mal die Woche ein warmes Essen mitbekommen. Auch, dass es transparenter wird und man mehr hinschaut und nicht Scheuklappen aufsetzt und vorbeiläuft, dass man sich kümmert. Dass man mal anspricht. Dass man da keine Scheu hat. Also wir haben in unserer ganzen Zeit, die wir jetzt gearbeitet haben, noch nie, noch wirklich nie schlechte Erfahrungen. Wir haben tolle Gespräche geführt. Es waren wirklich philosophische Gespräche, politische Gespräche, ganz viele, ganz schlaue Menschen, die hinter den Fassaden sind, die man vielleicht nicht ansprechen möchte. Und dass man sich da einfach mal Mut fasst und auch mal die Menschen fragt, wie es dazu kam. Die sind eigentlich alle sehr offen und dankbar dafür, dass man Interesse hat. Das würde ich mir wünschen. Manchmal reicht ein Lächeln schon aus. Ja, dass sie wahrgenommen werden. Ja. Genau. Richtig, ja. In Deutschland brauchst du einfach sehr, sehr viele Generationen, um aus einer gewissen sozialen Struktur rauszukommen.
Das ist jetzt in nordischen Ländern sehr viel einfacher. Da kannst du in 2 bis 3 Generationen, kann man schaffen, in einem ganz anderen sozialen Gefüge zu sein. In Deutschland bist du wirklich mit deiner Familie quasi festgeschrieben für viele, viele Generationen. Da, aber das ist natürlich eine lange, lange Diskussion mit Schulsystem und so weiter, dass man auch die Kinder da schon auffängt. Das stellen wir tatsächlich fest, dass es also diese, dass es nicht die erste Generation ist, die auf der Straße lebt, die ein Drogenproblem hat, die ein Alkoholproblem haben, sondern dass es über viele Generationen geht und dass da vielleicht mal angesetzt wird, dass die Möglichkeit geschaffen wird für Kinder aus diesen Familien durch Ganztagsschulen. Da gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, einen anderen Weg einzuschlagen als vielleicht die Generationen davor. Weil man hat diesen Stempel drauf und kommt eigentlich fast nicht mehr raus. Im Gegenteil, diese Spirale nach unten verstärkt sich noch. Gell? Viele, viele haben auch Kinder, von denen wir oft gar nichts mitkriegen, die sehr früh schon weggenommen wurden. Aber der Anteil an Frauen ist auf der Straße sehr viel kleiner. In den, bei unseren Substituierten Sind auch viele Frauen dabei. Sind viele, würde ich sagen, 70-30 ungefähr der Frauenanteil. Es gibt natürlich wesentlich mehr Wohnungslose als tatsächlich Obdachlose, aber die Zahlen sind da so undurchsichtig, dass man da gar nicht das irgendwie großartig festmachen kann. Also ich denke, die Dunkelziffer ist da sehr, sehr hoch, nicht nur bei den Obdachlosen, sondern auch bei den Wohnungslosen. Also selbstverständlich könnte die Politik da auch von den Wohngegebenheiten und sowas machen. Es ist halt, die Hartz-IVer und die Obdachlosen dienen halt politisch, meiner Meinung nach, ohne jetzt allgemein sprechen zu wollen, als Bedrohungsszenario für die zu furchtbaren Löhnen malochenden, noch in Arbeit stehenden. Und dieses Bedrohungsszenario wird gebraucht, um die anderen gefügig zu halten. Und das müsste sich ändern, dringend.